Geht, was geht, was geht? Servus, meine lieben Babes. Was geht? Wolltet ihr auch schon immer mal eure Fastfood-Ernährung durch etwas anderes ersetzen? Geht euch Pizza, nee. Burger King und Co. bisschen auf den Sack jetzt im Lockdown? Dann seid ihr hier genau richtig. Auch manchmal, wenn man sich jetzt eine Nahrungsumstellung erwünscht, abnehmen, teilweise. Vielleicht. Ne? Vielleicht. Da schaut man dann ganz klar, okay, welche Diät passt dann für mich? Welche Reduktionsdiät passt denn für mich? Ne? Weil wie wir heute gelernt haben, heißt Diät einfach nur ernährungsbewusst. Wusste ich tatsächlich selber nicht, aber ist eigentlich logisch, weil Diet, also das Wort kommt ja aus dem Englischen, ne? Heißt ja da auch so Ernährungsform. Aber ich finde umgangssprachlich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum wird das eher als Reduktionsdiät, so als Synonym verwendet. Naja. Was haben die denn jetzt alle gemeinsam? Ganz wichtig ist, wenn ihr abnehmen wollt, egal was ihr macht, ihr müsst in einem Kaloriendefizit sein. Was heißt das? Das heißt, ihr müsst mehr Energie verbrauchen, als ihr zu euch nehmt. Es gibt verschiedene Methoden, wie ihr ermitteln könnt, wie viel Energie ihr verbraucht. Wir werden euch in der Description unten was verlinken, so einen mäßigen Kalorienrechner, der sagt euch dann gleich ungefähr, wie viel ihr verbraucht. Genau, und es ist einfach wichtig, dass eben diese Energiebilanz negativ ist, weil da kannst du sonst auch noch so eine spezielle Ernährungsform machen. Wenn das nicht stimmt, das ist sozusagen der Grundsatz, die Foundation in dieser Pyramide, ne, die ich gerade hier aufzeige. Und das ist halt eben das Wichtigste. Ohne das geht es gar nicht. Dann noch ein weiterer allgemeiner Tipp ist, in der Diät macht es einfach Sinn, seinen Proteinkonsum, auch wenn man jetzt nicht unbedingt viel Sport macht, hochzuschrauben. Da einfach Protein der Nährstoff ist, den ihr am schlechtesten verwerten könnt. Das heißt jetzt gar nichts Negatives, aber es heißt einfach nur, dass wegen der komplizierten Verdauung von den Proteinen und auch weil ihr Proteine nicht vollständig im Körper abbaut, geht einfach ein gewisser Teil der Kalorien, die ihr mit dem Protein zu euch nehmt, eben verloren. Und das ist eben bei anderen Nährstoffen nicht so, deswegen macht es einfach Sinn, in der Diät ein bisschen mehr Protein zu essen, auch wenn man eben keinen Sport macht. Ne? So, und dann gibt es eben verschiedene Ansätze, wie man jetzt mit der Makronährstoffverteilung da rangeht. Ein Ansatz wäre jetzt zum Beispiel eine Low-Fat-Diät. Da gibt es jetzt verschiedene Formen, die ich euch vorstelle, verschiedene Prinzipien, aber gemeinsam haben die alle, wie der Name schon sagt, dass ihr dem Fett runtergeht. Andere Nährstoffe gehen vielleicht ein bisschen hoch, ne? Vor allem Protein macht Sinn, ne? In der Diät ein bisschen hoch zu machen. Und da fangen wir mal gleich bei der bisschen softeren Variante an. Die heißt Low Fat 30, also oder Low Fat 30. Heißt, ungefähr 30% der Energiezufuhr darf maximal aus Fett stammen. Das hat einfach den Hintergrund, alle Low Fat Diäten haben das gleiche Prinzip, die drücken halt den Fettkonsum runter, weil eben Fett der Makronährstoff ist mit am meisten Kalorien. Logischerweise hat am meisten Energie. Hat man sich gedacht, wäre doch schlau, wenn ich an dem am meisten spare, weil da muss ich am wenigsten Gramm wegtun, um am meisten Kalorien einzusparen, wenn es Sinn macht. Ein Gramm Fett, ne? Nochmal 9,3 Kilokalorien. Dann gibt es noch diese bisschen extremere Variante, die sogenannte High Carb, Low Fat Diät. Wie man wie der Name schon sagt, geht man mit den Kohlenhydraten extrem hoch. Und zwar bis auf 80% der täglich zugenommenen Energie. Dann bleiben noch 20% übrig. Die teilt man gleich auf zwischen Kohlenhydraten und Proteinen. Da kann man halt eben sich einfache Kalorien einsparen und auf lange Frist auch ganz gut abnehmen. Aber ich würde wirklich sagen, wenn ihr wirklich es langfristig machen wollt, dann nehmt eher sowas wie die Low-Fat 30. Das fällt einem auch ein bisschen einfacher zu machen. Kommen wir auch gleich zu ein paar Nachteilen oder Vorteilen von diesen verschiedenen Formen. Auf jeden Fall sind Nachteile von der Low-Fat-Diät eine zu geringe Fettaufnahme. Muss man immer schauen. Es gibt sogenannte essentielle Fettsäuren. Die müssen immer abgedeckt sein. Würde ich euch empfehlen, sowas wie Leinöl, ein bisschen Fisch auch vielleicht zu essen. Auf jeden Fall die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren abzudecken, weil die sind eben essentiell für euren Körper. Das heißt, ihr könnt die nicht selber herstellen. Die müsst ihr mit der Nahrung zuführen. Also bitte nicht eure wenigen Fette sozusagen verschwenden für, keine Ahnung, irgendwelche gesättigten Fettsäuren oder so, die ihr eh eigentlich aus anderen Fettsäuren auch herstellen könntet. So ein weiteres Problem ist die Störung der Hormonproduktion, weil eben die Fette sehr mit dem Hormonhaushalt, genau, das kann auch zu Stimmungsschwankungen und etwaigen Nebenwirkungen, ne, die damit einhergehen, führen. Und die Blutfettwerte können eben unter Umständen, wenn ihr diese essentiellen Fettsäuren, gerade die Omega-3-Fettsäuren zu wenig aufnehmt, können eure Blutfettwerte gestört werden. Und das ist halt auch nicht geil. Das hat auch negative Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko steigt zum Beispiel dadurch. Was sind denn die Vorteile? Man muss nicht auf so viel verzichten, wenn ihr euch denkt, so Fett, also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt Schweinefleisch immer gegessen hat, was relativ viel Fett hat, kann man das durch Putenfleisch ersetzen. Genau, man kann sich sogenannte Light-Produkte holen, wo dann einfach das Fett ein bisschen weggekattet worden ist, genauso was wie Magerquark oder so. Genau, deswegen würde ich sagen, die ist tendenziell ein bisschen einfacher zu machen als der Gegenspieler, ne? Low Carb bzw. die ketogene Ernährung ist im Prinzip das Gleiche, nur beim anderen hat man nochmal weniger von den sogenannten Carbs, von den Kohlenhydraten. Sind so, beim Low Carb pendelt sich das so zwischen 50 und 100 Gramm ein, bei ketogen sind es wirklich maximal 50 Gramm Kohlenhydrate, was schon echt sehr wenig ist. Und irgendwie so 5% so vom allgemeinen Energievolumen, was man da so reinbringt. Das Ding ist von der Diät eigentlich ganz einfach. Der Hauptenergielieferant ist halt ein Kohlenhydrat, die Glucose, ne, der Einfachzucker. Dadurch, darauf läuft ja der ganze Körper im Endeffekt, vor allem das Gehirn, ne, Hauptenergielieferant.
Hauptallergielieferant fürs Gehirn. Ne? Und auch zum Beispiel, es wird gespeichert, Kohlenhydrate als Glykogen in den Muskeln und in der Leber. Dadurch, dass du dann halt weniger Kohlenhydrate isst, werden dann erstens die Speicher leer, früher oder später. Die müssen entleert werden. Kleiner Tipp an dem Rande, viel Ausdauersport, dadurch werden die Speicher schneller leer, ne? Wenn man schneller, genau, wenn man schneller in die ketogene Phase einsteigen will. Und genau, muss halt darauf achten, wenig Kohlenhydrate zu essen. Dann steigt nämlich die sogenannte Ketose ein, wodurch dann Fette und Proteine in Kohlenhydrate umgewandelt werden und auch die sogenannten Ketonkörper entstehen, die dann wiederum wasserlöslich sind, was sehr wichtig ist, um ins Gehirn wiederzukommen, dass das Gehirn auch wieder seine Energie bekommt, weil nämlich ohne Energie im Gehirn läuft nicht mehr so viel, sage ich jetzt einfach mal so. Was auch ganz lustig ist, kleiner Side-Effekt, wenn ihr das mal riecht in eurer Umgebung, dass jemand aus dem Mund einfach ein bisschen nach Nagellack stinkt, dann ist er wahrscheinlich gerade... Nagellackentferner, dann ist er gerade in einer ketogenen Diät, weil nämlich das auch ein Zeitprodukt ist von der Ketose, vom Ketonkörper raus und eben Aceton. Genau, die Ketose beginnt im Endeffekt, kommt auch an, wie viel man, ob jetzt Low Carb oder gar keine Carbs isst, entweder nach 2 Wochen, Low Carb, oder auch von 24 Stunden bis 48 Stunden nach dem Beginn, wenn man wirklich maximal 50 Gramm Kohlenhydrate isst bei der ketogenen Ernährung. Und that's it. Ausdauersport ist halt wichtig, um die Glykogenspeicher dann schneller zu leeren, falls was ist. Und viel trinken und Ruhepausen. Weil, wie ihr euch schon denkt, so eine komplette Umstellung von dem Energielieferanten, vom kompletten Körper, ist sehr anstrengend. Es fordert den. Deswegen muss man echt seinen Körper am Anfang, in der ersten Woche vor allem, sehr viel Ruhe gönnen, weil es halt zu sogenannten Keto-Grippe heißt es, glaube ich, wo es halt zu Kreislaufschwäche kommen kann, zu Kopfschmerzen, Magenproblemen unter anderem. Der Kreislauf ist am Arsch. Weil es halt eben wirklich eine krasse Umstellung ist im Endeffekt. Aber im Endeffekt ist es halt vorteilhaft zum Fett abnehmen, weil halt eben, wie gesagt, Fett in die Energie umgewandelt wird, die der Körper braucht, um zu laufen. Und dadurch werden deine Fettreserven kleiner und kleiner und kleiner. Es geht runter wie Butter. Genau. Es rinnt einfach an deinem Körper weg. Stell dir vor, das würde echt einfach wegschmilzen. Genau, das ist halt der Punkt. Das geht halt, dadurch ist es halt eine sehr schnelle Art abzunehmen. Also wenn du jetzt sagst, ey, schau mal, ich will jetzt in den nächsten 2-3 Wochen 15 Kilo, 5 oder 10 Kilo abnehmen, dann ist so eine ketogene Diät wahrscheinlich förderlich, aber sie ist halt sehr anstrengend. Also die ist sehr, sehr anstrengend für den Körper und deswegen muss man sich halt auch ganz genau überlegen, weil man braucht auch ein gewisses Vorwissen dafür. Weil dadurch, dass du keine Kohlenhydrate isst, isst du halt auch weniger Obst. Gemüse ist eingeschränkt. Du kannst klar Gemüse essen, aber nicht mehr so viel. Vollkornprodukte zum Beispiel fallen weg. Und sowas wie Nüsse und alles drum und dran fällt alles weg, wo halt auch sehr viel Mineralstoffe und Vitamine dranhängen. Und die sind natürlich essentiell im Körper. Also du brauchst sie unbedingt. Die kannst du nicht alle herstellen. In dem Ausmaß vor allem nicht. Dadurch ist es halt förderlich, beziehungsweise fast schon essentiell auch wieder Vorwissen mitzubringen, wenn man dann auch so viel abnehmen will in kurzer Zeit. Das ist einfach so ein bisschen Meal Prep angesagt, sag ich mal. Ja, ist aber allgemein bei so einer strengeren Ernährungsumstellung, würde ich jetzt mal sagen. Man ist halt sehr eingeschränkt. Ja, der Fall, ne? Genau. Jo. Soweit war es das jetzt zu den 2 Diätformen, die wir uns jetzt rausgesucht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Kalorienrechner, ne? Nochmal, wenn ihr jetzt denkt, oh, ich muss jetzt eine von den 2 ausprobieren, findet ihr unten in der Beschreibung. Falls ihr jetzt noch Bock habt, irgendwas weiteres über Diäten zu hören, zum Beispiel viele fragen so, ja, was mit Heißhungerattacken, soll ich das mit dem Meal-Timing machen, was Lukas gerade vielleicht auch ein bisschen angesprochen hat. Jojo-Effekte zum Beispiel, wenn es dann genau wieder alles zurückkommt, die ganze Scheiße. Jojo-Effekt kennt man ja auch, wenn ihr so. Ja. Falls ihr Bock habt, darüber mehr zu erfahren. Süß auch. Schreibt uns hier auf Instagram, ne? Babe_Nutrition, ja. Ist der Name, ist der Place. Auch und wir sehen uns nächste Woche. Von mir war's das. Sau, ey, Charge.